Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich Soulstone Survivor Path of Askansen, einem neuen DLC, also neuen Add-on zu eben Soulstone Survivors. Jo, wir sind hier noch ganz am Anfang. Ich habe ja den Festplattencrash gehabt im April, habe meine Speicherstände verloren. Aber es ist eine gute Ding, wieder einzusteigen. Ich habe es ja immer wieder in den Let's Plays gemacht auf twitch.tv/dragobasler. Und ja, ich nehme euch mit, nochmals das Spiel durchzuspielen. Es gibt, glaube ich, zwei neue Helden. Den Todesritter scheinbar oder so. Und noch einen anderen. Ich glaube, den hier. Halt. Ist das ein Leash oder so? Ja, steht noch nicht. Wir haben leider erstmal den Baba. Aber der ist einer der coolsten schon. Also einer der coolsten. Er ist für den Anfang einfach auch am besten geeignet. Und es gibt noch andere Nahkämpfe, auch Magier und Bogenschützen. Oder so Supporter, zwei Helden, wo ich weiß, wo Pets haben. Also ja, Begleiter und so weiter. Also da werden wir ganz viel Auswahl haben. Für den Anfang einen Hau drauf, genau. Und ja, wir können eigentlich noch nicht so viel machen. Müssen wir hier auf Kampf gehen. Und ja, wir haben noch vier andere Levels und das brennende Tal, das wir jetzt nehmen können. Je nach Level hat es andere Materialien, wo wir brauchen beim Schmied, um neue Waffen herzustellen. Und vielleicht auch zum Skin oder auch, ich glaube, da brauchen wir so größere Edelsteine, die man auch zufällig finden kann. Genau, also gehen wir mal rein. Eben ist es ein Roguelite und ja, man steuert eigentlich so mit den WASD-Tasten. Und mit der Maus tut man so ein bisschen zielen. Ich habe Autoziehen auch an. Und scheinbar gibt es neue Gegner, die sind jetzt irgendwie seit März oder so dazugekommen. Da habe ich, glaube ich, den letzten Livestream gemacht von Soulstone Survivors. Jo. Und wie ihr seht, Gegner ausweichen, Auto-Attack machen lassen. Und warten, bis wir ein Level Up haben. Mehr müssen wir jetzt gerade nicht machen. Natürlich den Gegner noch ein bisschen ausweichen. Aber die Gegner sind noch recht schwach. So. Die greifen natürlich auch in der Nähe an. So, also. Wir haben eine Auswahl zwischen drei Verbesserungen. Die sind meistens passiv. Manchmal auch aktiv. Und da muss man einfach eine neue wählen. Ich möchte ganz am Anfang eigentlich den Bereich machen, also expansiv, dass wir mehr auswählen. Aber der gibt es sicher später auch noch. Ich möchte jetzt mal die Rüstung stärken, damit wir nicht gerade aus den Socken bringen. Kraftvolle Schläge brauche ich eventuell nicht, wenn ich auf Crit gehe. Ich gehe wahrscheinlich auf Crit. Deshalb, ja, einfach uns noch ein bisschen stärken, ein bisschen die Rüstung hochtreiben. Weil genug stark, seht ihr, sind wir. Two-Hitten. Ah, jetzt kommen Fliegen. Die sind einfach schneller. Aber auch ein bisschen schneller down. Scheinbar. So Schaden haben wir scheinbar noch nicht bekommen. Wir müssen einfach auch ein bisschen diesen Schwung abwarten, oder? Dass wir da nicht unbedingt ja, noch einen Schlag bekommen oder so. Gehen mal einsammeln, dann will wir noch den aktiven zweiten Skill bekommen. Den ersten ist ja dieser Schlag. Und hier müsst ihr einfach hier unten schauen. Was passt zu eurer Klasse? Also Bombe nicht so, elektrisch eigentlich auch nichts. Wir nehmen den heldenhaften Angriff, wir wollen ja Nahkämpfer sein. Genau, und hier greift irgendjemand mit einem Mercer an. Die wurden auch scheinbar ein bisschen verändert, gut. Ich denke, sie wurden schwerer gemacht. Die haben sonst nicht so einen großen AOE gehabt. Ja, jetzt sind wir gerade ein bisschen reingeduscht. Und hier würde ich eigentlich immer wählen, was ihr genau braucht. Also, den Bereichmodifikator ist es nicht so wichtig. Und auch das Level ist nicht so wichtig. Und giftig ist sowieso nicht wichtig, wenn ihr nicht giftig seid. Also nicht auf Gift gehen wollt. Deshalb wendig. Ihr müsst schneller als die Gegner sein. Die Gegner sind jetzt schon ein bisschen schneller. Deshalb, ja, ihr müsst schneller sein. Das ist eigentlich euer erstes Ding, das ihr einfach haben müsst, oder?
Ja. Und ihr seht unten die Abklingzeiten, also nutzt das Weise. Genau, jetzt haben wir hier zum Beispiel Crit. Das ist einfach die Crit-Chance. Es steht einfach Modifikator. Nein, es ist der Schaden, der ein Crit macht, nicht die Chance beim Modifikator. Wenn nicht Modifikator steht, dann ist es die Chance. Und das hier, ja, Bewegungsgeschwindigkeit runter machen wir nicht. Deshalb nehmen wir da, ja. Ich denke, wir müssen es noch nicht machen. Ich mache auf Crit, dass wir genügend Schaden machen. Und jetzt haben wir den dritten Skill, aktiven Skill. Der Körperschlag ist zum Beispiel sehr mit Schaden. Hier ist einfach auch Bluten und Ablenkung, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, Stun vor allem. Ich möchte... Ja, ich möchte auf Schaden gehen. Die Abklingzeit geht so recht nach oben später. Da müssen wir jetzt nicht so drauf schauen. So, dann haben wir wieder Wendigkeit oder Sammelbereich und der ist nämlich grün. Der ist aber blau, also machen wir da einen Punkt rein. So, Schnelligkeit ist natürlich sehr wichtig. So, jetzt haben wir langsam diese Mörser ständig, also weg damit. Bereichsmodifikator, also die Größe der Skills. Wirkhäufigkeit. Zauber, es sind alles, glaube ich, Zauber. Da dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich nehme es jetzt mal noch nicht. Ich will nämlich widerstandsfähiger sein. Wir sind ja Nahkämpfer. Jetzt haben wir einen Attack von der Schlange bekommen. Da müssen wir ein bisschen schauen, dass der nicht chargen kann. Machen wir doch lieber die weg hier kurz. Und wir zur Schlange kommen. Wunderbar, das hat gut gereicht. Ein Sammelding möchte ich gerne haben. Dann nehme ich noch das Titanbeil, weil das auch Nahkampf ist. Genau. So, man sieht, die Angriffe werden zahlreicher. Jetzt magnetisch, sehr gut. Das ist jetzt die Einsammelgeschwindigkeit. Wenn da noch nicht chargen. Er ist schon stark, hä? Er ist schnell. Ja, unbedingt. So, jetzt muss ich aber auf die Skills gehen. Wenn ihr da nicht mehr schafft mit dem Roten, dann charget. Einfach. Ich will jetzt noch nicht so chargen. So, und hier ist Flurry. Eigentlich das beste Schnellschuss. Ja, ihr seht's. Es macht wenig Schaden. Flurry ist halt wirklich, wenn ihr zum Gegner schaut, hat sehr stark. Flurry. Splitterbombe ist eben nicht unser Ding. Mehrfachwirkung ist einfach so ein Skill, der ausgelöst wird, wenn die Abklingzeit fertig ist. Ist Mehrfachwirkung. Einfach, dass ihr vielleicht zwei oder dreimal schafft. Ja, machen wir das, dass es nämlich weiß. So. Das ist lila, das ist noch stärker als blau. Sehr gut. Schaut, jetzt greifen wir schon sehr viel mehr an. Sehr gut. Ja, immer schön draufhalten auf die schwierigsten Gegner. Die Flurry. Jetzt haben wir ein Problem, jetzt haben wir gar keine Nahkampffähigkeiten mehr. Wir können nicht rollen. Wir können auch die anderen zwei nicht machen. Also verbannen heißt einfach einen wegmachen. Und dann kommt der neue und Fähigkeit sperren, damit er wieder kommt beim nächsten Level Up. Also dann nehmen wir eigentlich das hier, weil das physikalisch ist. Das ist auch physikalisch. Ja, machen wir Dunkelgroll. Da müsst ihr einfach das Richtige auswählen. Mindestens einen, der viel Schaden macht, einer, der groß AOE macht. Und einen wie zum Beispiel Flurry, wo ihr ein bisschen ziehen dürft. Und dann noch zwei Buffs ist das Beste. So, das wirkt meistens auf bestimmten Sachen. Physikalisch sind alle. Und es ist golden. Golden heißt legendär. Sehr gut. Also das wirkt einfach da den Schaden drauf. Auf AOE, glaube ich, noch habe ich gelesen. Und ja.
Dort schauen wir noch das Level am besten an. Es ist meistens ein Viereck. Es ist, glaube ich, immer so eine Art Viereck. Und ja, brauche nicht das blaue, widerstandsfähig. Genau, hier haben wir Heilung. Diese grünen Kristalle hier sind Heilung. Und dann gibt es eben noch ein paar Rohstoffe für neue Waffen zum Beispiel und so. Ja. So, Blutrausch, das ist wichtig. Dann nehmen wir dieses Donnergrollen weg, das ist noch Level 1. Wo ist das Level? Ganz oben? Nein. Da unten ist das Level. Das ist Level 2 wegen der Fähigkeit vor der goldenen Fähigkeit. Ja, nehmen wir das Donnergrollen weg. Wir haben ja eine Angriffsfähigkeit schon. So, Blutrausch oder Titanenbeil. Titanenbeil, weil es blau ist. Ist wieder so ein Gegner. Giftgegner. Okay, viele Giftgegner. Wir langsam ein bisschen mehr Schaden machen. Schön gegen den Stein geschossen, danke Gegner. So, und Schadensmodifikat brauchen wir nicht. Blutrausch. Wir gehen aber M auf Crit, sollte aber auch kommen. Da können wir einfach das ersetzen. Unterwerfen ist auch nicht so gut. Ja. Gnadenlos, genau. Jetzt haben wir leider ein bisschen Schaden gefressen. Mehrfachwirkung, ja, nehmen wir. Wir sind wieder voll. Und wir haben einen neuen Kristall. Diesen zum Leveln von passiven Fähigkeiten. Ja, nehmen wir das links, das wirkt auf alle, das mittlere nicht auf alle, nur auf einen. Ja, heldenhafter Angriff ist eigentlich gar nicht so der Schaden, aber es macht verwirrt. Dann nehmen wir Mehrfachwirkung. Genau, schon wieder golden, super. Titanenbeil ist der Schaden. Nehmen wir. Jetzt noch mal ein bisschen Bereich, wenn es geht. Wir wollen ja mehr einsammeln. Super, also noch ein paar Steine. Wir müssen nicht immer zum Gegner gehen und ihn töten. Die laufen mit. Und ja, könnt ihr dann später auch einsammeln, die Gegenstände. Da kommen nochmals zwei klare Gegner. Und down sind sie. Jo, sehr gut. Hausgolem wäre vielleicht nicht schlecht für Magier. Feuerschild. Blockkraft könnten wir. Ja, ich habe es genommen, weil ja, wir brauchen jetzt nicht so Zusatzschilde oder so. Brauchen wir nicht. Könnten gut sein, müssen es aber nicht. Deshalb nicht unbedingt mitnehmen. Ihr müsst sie ja pushen können oder hochleveln. Und wenn ihr nicht hochleveln wollt, merkt ja, ihr könnt auch nicht so gut skillen, weil sie einfach nicht allzu oft kommen. Nehmt lieber irgendwie etwas wie zum Beispiel Blockkraft. Ist ja auch gut, wenn man mal gar keinen Schaden oder nur wenig Schaden bekommt, oder? Ja. Ja, ich mag die Musik, die ist sehr gut. Wirbelwind ist ja der Standardangriff, den müssen wir eigentlich nicht höher machen. Ach komm. Weil wir nichts anderes haben schon. Oh, oh, oh. Oh. Oh, was ist das für ein Gegner? Wo ist der Gegner da? Der ist einfach neben uns durch. Der hat ein bisschen sehr viel AOE. Und immer dashen, gell. Ah, ist auf verhängnisvolle Schläge, das macht Unheil. Nehmen wir dann Wirkhäufigkeit mit. Also sind alle Zauber, auch wenn nicht Zauber dabei steht.
So, schon tot. Wie viel schaffen wir? Also eigentlich würde ich jetzt wahrscheinlich schon abnippeln, aber wir haben recht gut. Jo. Genau das brauchen wir unbedingt. So, also, wie heißt es, Bereich? Du kurz etwas trinken, ich habe so viel Durst und Wassermelone vor. So. Ja, dann nehmen wir Gesundheit, ja. Müssen wir auch mal nehmen. Gut, Schattenstachel ist aber auch ein Zauber. Frontal sind die ersten drei. Nehmen wir. Wunderbar. Ja. Macht recht viel Spaß. Ist auch sehr schnell und kurzweilig. Und ja, es gibt eben neue Features. Also bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, auf was es genau ist. So, die Gegner sind natürlich jetzt auch schon langsam zäh. Müssen wir schauen, dass wir den Schaden hochteilen. Sieht lustig aus, hä? Noch mehr mehrfach. Das führt zu extremen Schaden oder weil sie mehrfach ausgelöst werden. Immer häufiger, immer schneller. So. Ja, Bewegungsgeschwindigkeit reduzieren müssen wir nicht. Wieder gnadenlos. Aua. Hey, das ist frech. Das ist viel zu schnell. Okay, haben wir irgendwie nochmals. Wie die jetzt öfter schon was nehmen. Halt. Haben wir irgendwie nochmals irgendwie Heilung oder so? Also die Gegner werden langsam ein bisschen unbequemer. Ja, schauen wir unbedingt. So, den haben wir auch besiegt. So, was können wir? Ein bisschen Heilung oben holen. Ich will keine Zauber mehr. Danke, Spiel. Blockkraft ist wichtig. Das ist nicht nur für Schild. Also, wenn ihr denkt, ja, das ist nur wegen dem Schild. Mit der Waffe kann man natürlich auch blocken. Und ja, automatisch eigentlich auch. Wahrscheinlich mit der Rüstung oder so. Weiß nicht, wie das manchmal in den Games geht. Dieses Blocken ohne Schild oder ohne gute Waffe. Zum Blocken. Früher hatte man ja mit jeder Waffe eigentlich geblockt, also im Real Life. Und in den Spielen ist es manchmal gar nicht so drin. Ja, ich habe das Beste genommen, also das mit der höchsten Rarität, weil es einfach die beiden sauber macht und die anderen sind so getrennt gewesen. Immer nur der Bereich und so habe ich das natürlich genommen, was kombiniert ist. Ja, nehmt einfach das, was euch am besten so hergibt. Also kombiniert ist natürlich besser als einzeln. So, Titanbein. Ja, leider auch wieder zu viel AOE. Keine Ahnung, wieso die Entwickler da so viel AOE einbauen. Und sie denken eben, die Spieler seien zu schnell und zu gut. Aber ihr seht, der ist schon fast zu schnell. Ja? Aber er haltet nicht mehr so lange durch. Oh, wir aber auch. Okay, wir sind gestorben. Habt ihr das gesehen? Der Angriff war viel zu groß von diesem Skorpion. Okay, wir sind gestorben. Wir haben 3,5 Level geschafft. Ich habe jetzt extra auch nicht ganz so gut gespielt, also nur, dass ihr das einfach wisst. Weil ich bei einer Testaufnahme anfangs April so mega weit gekommen bin, dass es eigentlich für den zweiten Part gar nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Also noch nicht wundern, ich kann schon besser spielen. So,
Aber jo, die Skillungen sind halt auch nicht so tolle gewesen. Wir müssen unbedingt hier die Bewegungsgeschwindigkeit hochtreiben. Und hier auch der Schaden. Genau. Ja, jetzt haben wir zu wenig für Life Leech. Hier einmal rein in mehr von diesen geringen Edelsteine. So, jetzt nehmen wir dann mal gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Ich nehme schon 20 Minuten an. Also noch wieder. Ah, wir müssen das noch freispielen. Okay. Schade, dass wir den noch freispielen müssen für 5000. Machen wir den nochmals in einem anderen Level. Genau, diese Grotte. Wie hieß das Level? Steht jetzt gar nicht mehr. Aber einfach das zweite Level. Ja, wir müssen also 5000 erreichen in diesem Run, sonst müssen wir im nächsten Part dann nochmals diese Höhle machen. Die Höhle könnte da auch ein bisschen schwieriger sein, natürlich. Mal gucken. Aber eben, ich musste ein bisschen die Geschwindigkeit, die Bewegungsgeschwindigkeit höher machen. Wir waren ein bisschen zu langsam. Wieso ruft mich jetzt hier jemand an? Er weiß ganz genau, dass ich nicht erreichbar bin. Ja, wir müssen mehr kriegen, genau. Bitte ausstehen, nicht immer so lange anrufen. Ah, immer in den Aufnahmen. Ich muss die Handys wirklich ausstellen, während ich aufnehme. Aber jeder Mensch ruft mich genau dann an, wenn ich aufnehme. Die wissen, die Leute, dass ich um diese Uhrzeit aufnehme. Tun wir mal Unterwerfung. Aber ich hätte auch den Golem nehmen können. Jetzt bin ich kurz getroffen worden. Also wir müssen einfach dort draufhalten, dass Unterwerfung auch genau den Angriff macht auf diesen Gegner und mehr Schaden dadurch macht. Genau. Schwäche. Nee, Gesundheit ist wichtiger. Ihr habt es ja gesehen, ich habe gar nicht so viele Schläge dann noch ausgehalten. Ihr müsst ein bisschen mehr auf Defensive gehen. Natürlich immer auch schauen, dass ihr das Rarigste, Seltenste nehmt. Ja, die Aways, sie sind alle ein bisschen zu heftig für den Barbaren. Ich spiele nicht so gern, obwohl er auch ein bisschen einfacher ist. Spiele ich nicht so gern, weil er nicht so die Angriffe hat. Die AOE machen und die Gegner schon. Ja, da muss der Entwickler nochmals drüber gehen. Schnellschuss, ja. Und so wenig wie möglich auch chargen, dass wir noch Aufladungen haben. Er ist richtig frech, ja. Schadensmodifikator, ja, gnadenlos. Ja, natürlich. So, schön ausweichen. Der erste Gegner ist tot. Stampfen. Der war ja nicht so gut. Stampfen ist besser. Magnetisch, unbedingt magnetisch immer mitnehmen. Also, vor allem, wenn ihr noch nicht genügend einsammeln habt. So, der ist auch down und der ist wieder da. Der geht, der Beat. Musik. Ja, der hat mich doch noch kurz getroffen. Ah, das sind wieder die Goblins, die Raketen oder Sprengstoff werfen. Ach bitte, dieses Auto. Muss ich dann irgendwann mal ausstellen.
Jetzt machen wir eher so ein bisschen auf Ground Slam und so. Also die Grundeffekte, die auf dem Boden nachgehen, oder? Mhm. Sehr gut, also der Körperschlag, der wird stark. Schockwelle, hä? Ja, Schockwelle ist ein toller, ja, das ist Schockwelle, denke ich mal. Auf jeden Fall. Ja, ihr seht, das ist eine ganz andere Skillung jetzt beim zweiten Mal. Ja, Schnelligkeit, ich hätte auf Schnelligkeit gehen können. Aber Ding ist noch wichtiger. Ja, ich sag schon den richtigen Namen. Defensive halt. Armor. So, und jetzt noch Blutrausch reinnehmen und das ist wahrscheinlich dann Unterwerfung. Oder Schnellschuss. Ne? Das ist erst Level 1 und ist nicht so eine gute Attacke. Gut, Wirbelwind müssen wir nicht. Wir nehmen BM, hat mehr Leben, ist besser als Armor. Und hier nichts. Dafür haben wir jetzt die Rüstung. Sehr gut. Weiterhin. Ja, diese Sprengstoffratten, die müssen wir besiegen. Natürlich überall auch die Materialien mitnehmen. Immer auf Crit gehen, genau. Oh, wie viel Sprengstoff hier ist. Wow. Mehrfachwirkung ist sehr wichtig. Hier nichts. Noch mehr Mehrfachwirkung verstanden. Und hier wird ein Angriff, ein Laserangriff oder so. Ja, nehmen wir das Grüne. Ja, das ist auch wieder ein Gegner, der sehr viel Ausweichen und so rauslernen braucht. Ist aber nicht so schnell. Und ist schon tot. Wieder viele Ratten. Wieder keine Zauber, wieder Crit. Sehr gut. Frontalfläche. Mehr Leben. Hausgolem für. Für wir. Wirbelwände ist ja für den Anfang schon gut, aber dann später nicht mehr so. Also Golems sind zum Blocken dann, nur zum Informieren. Die sind sehr gut zum Ablenken. Wendigkeit, sehr wichtig. Auch wenn nur weiß. So. Noch mehr Leben. Also ihr seht es jetzt beim zweiten Mal schon, kommt man natürlich sehr gut weiter. Und ja, man hat es halt auch wieder ein bisschen drin. Kritische Treffen. Und jetzt macht die Musik einen richtig guten Beat. Ach schön. Ja, das Spiel ist jetzt ungefähr so 8 Monate draußen, schätzungsweise. Es war ja in der Boarding und jetzt gab es wieder ein Add-on. Und ja, das ist ziemlich gut, scheinbar. Jo. Ich freue mich wieder riesig, auch wieder weiterzukommen, weil im Endgame jetzt natürlich noch spannender. Das ist gar nicht so viel Grinding, ihr müsst gar nicht so viel immer wieder das wiederholen,
sondern einfach andere Charakter, andere Skillungen ausprobieren und dann seid ihr schon im Endgame. Es ist also sehr kurz, weil es dauert aber einige Zeit, bis es fertig ist. Das Spiel ist nicht so schnell fertig. Also unbedingt Geschwindigkeit mitnehmen, Bewegungsgeschwindigkeit. Ja. Das ist jetzt auch wieder genommen. Ich hätte fast noch das andere genommen. Habe ich es noch kurz gesehen. Oh, der Boss, die Busmucke. Ja, nehmen wir das. Und das hier. So, dann kommt eigentlich noch kommen zwei Gegner. Haben wir schon genügend Kristalle? Ne? Ja doch, Kristalle haben wir schon genügend. Ich könnte jetzt nämlich abbrechen, oder? Weil es geht noch einige Zeit und viel weiter werden wir auch nicht mehr kommen. Genau, hier kommen sowieso auch noch diese Sprengstoff-Kannibalen, Goblins. Ich denke, ich breche jetzt hier ab den Run. Und wir machen das nächste Mal mit dem Magier weiter. Jo, der Pyromant heißt oder so. Ja. Wir müssen eben nicht zu Ende machen, wir müssen nur leveln. Es dauert doch ein bisschen zu lange. Im zweiten Part machen wir dann die Höhle hier wahrscheinlich komplett. Ich denke, der Magier wird auch ein bisschen einfacher sein. Ihr müsst dort einfach genügend auf Verteidigung gehen. Dann habt ihr eigentlich den Magier auch schon geschafft. So, also den Endboss machen wir eben nicht. Aber den Boss möchte ich gerne noch kurz zeigen. So. Schaut euch, wie man die Golems einsetzen kann. Der kommt gar nicht zu uns. Der geht auf die Golems, oder? Einfach keine Ahnung. So, die Blockkraft, die Geschwindigkeit hoch. Können wir durch ein Portal in der Mitte? Oder müssen wir einfach abbrechen mit ESC? Und die noch mit. Sehr, oh, da explodiert alles langsam. Gut, also die Portale sind nicht offen. Kommt er bald? Kommt schon bald, also wir müssen nicht abbrechen. Aber wir werden ihn wahrscheinlich nicht schaffen. Er ist schon heftiger. Jo. Ist einfach ein schwarzer, also ein Schatten dort. Ist vielleicht die Gegner auch noch ein bisschen schwächer oder so. Genau weiß ich es nicht. Habe es nicht gelesen gerade. Tödliche Wirkung natürlich. So, jetzt haben wir noch ja, 50 Gegner. So, er kommt schon. Schade, ich kann den Krieg nicht mitnehmen. Sind das zwei Gegner oder greift er zweimal an? Das sind zwei Gegner. Irgendwie auf einen gehen, zum Beispiel den hier. Also eben, ich tue so ein bisschen Defensives eigentlich vorziehen. Ich muss jetzt nicht so viel Damage machen. Ja, auf Dauer.
Und ja, sind schon recht gut. So, den haben wir besiegt. So, Achievement. 7 Erfolge abgeschlossen. Und ja, dann sammeln wir das auch noch ein. So, das ist Unendlichkeitsmodus. Da könnt ihr einfach Endlos-Modus. Hier könnt ihr einfach zurück. Und das ist so eine Art Challenge, Herausforderung. Ja, genau, nehmen natürlich die Herausforderung noch nicht. So. Level 4, Level 5, Level 6, 6,5. Ich denke, es gibt 100 Levels. Auch die Charaktere können bis Level 100 leveln noch extra. Jetzt halten wir das rein. So, der Pyromane, genau, habe ich richtig. Und mit 10.000, ich habe knapp nicht 10.000, können wir eine meiner Lieblingsklassen nehmen. Da hat immer Hunde dabei. Und glaube ich, mit einer Waffe oder so könnt ihr noch einen großen Hund mitnehmen. Jo, dann machen wir hier doch nochmals. Nein, machen wir eben nicht. Wir brauchen ja für die nächste Klasse. Okay, dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Der kommt morgen. Jo, Dankeschön und bis ein andermal. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.